herzlich willkommen hier wieder zurück zu Strollerwehr, bist du Pullerwehr, aber ohne Bundeswehr. Mit mir, Christian Angel 3000 und mit dem Spiel Rescue Hauptquartier. Ich begrüße euch wieder zurück zu London Has Fallen. Auf der London Map natürlich. Easy. So, genau. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Wir haben uns weit vorbereitet und heute werden wir das große Segel-Event mal das internationale Segelrennen beenden können und mal hoffen, dass danach ein bisschen mehr reinkommt. Denn ja, wir haben auf jeden Fall noch einiges zu tun. Die Anzeigen wurden jetzt endlich oben geändert nach dem Spielneustart anscheinend erst. Whatever, okay. Aber gut, wir haben auf jeden Fall 14 Dings Hafenleute, 14 Feuerwehrmänner und das sollte eigentlich alles passen. Dann kriegen wir schon die nächste Aufgabe hier rein. Ganz gut, easy. Da brauchen wir nicht so viel, da brauchen wir nur das da. Raus mit dir. Die Schicht ist für dich noch nicht vorbei, mein Freund. So, davon haben wir ja auch zwei Stück. Passt doch alles perfekt. Wir brauchen auf jeden Fall haufenweise Leute hier. Das ganze Prozedere, 130%, da ist auf jeden Fall 100% sicher, dass wir das schaffen. Und noch mehr Aufgaben. Und wir haben die Leute, die auf jeden Fall am Start sind, hoffe ich. So, ich denke mal, bald haben wir bald gar keine Leute mehr. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die Feuerwehrleute noch rauskriegen. Mit zwei Leuten. Da haben wir schon wieder alle vier bei der letzten Folge weggeballert. Der macht einfach gar nichts. Aber wir probieren es einfach mal, oder? Lass uns das einfach mal ausprobieren. Mal gucken, ob er es hinkriegt. Schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall alle vier Aufgaben jetzt rausgeschickt. Und mal gucken, ob auch der Stubenhocker natürlich hier auch seine Arbeit macht. Aber jetzt gucken wir einfach mal. Ja, die Firma ist komplett jetzt leer. Wir haben uns alle weggeschickt. Ist das geil, wenn jetzt eine Aufgabe reinkommt. Ja, jetzt haben wir mal ein bisschen Ruhe. Oder da ist ja noch, da sind ja noch zwei Leute, sehe ich gerade. Eieieiei. Okay, ein Alter und eine Dame, okay. Ich hoffe, die bleiben artig. Sonst gibt es Ärger. Sonst gibt es Alarm. Alarm. Oder wie auch immer halt, ich weiß es nicht. Ja, Schichtwechsel, alle anderen sind unterwegs, easy, kriegen wir hin. So, nicht auf Lager, ja, wir haben halt immer noch die Leute nicht dazu. So, schicken alle weg. Wir brauchen noch ein Fahrzeug. Boah. Ja, gucken wir mal kurz, wie lange ist das andere noch unterwegs? 33, ja, das kriegen wir noch hin. Da kommt schon ein zurück, aber wir brauchen ja die Feuerwehr, glaube ich. Nee, auch nicht. Genau. Gescheitert ist wahrscheinlich der Einzelne halt, ne? Das kann ja mal passieren. Kann ja mal passieren. So, jetzt probieren wir es nochmal. Wenn ich hier 1:4, kriege ich es nicht. Naja, 120% sollte ausreichen. Wir liegen bei 35.499. 37.299. Das läuft, Leute, das läuft. Aber ich denke mal, wir müssen es auch nicht übertreiben. Es ist halt gerade ein bisschen stressig. Definitiv, klar, durch das große internationale Segelrennen. Aber da müssen wir jetzt leider durch. Und danach haben wir ein bisschen gechillter. Da können wir ein bisschen mehr Leute einstellen. Ich weiß nicht, warum ich immer noch rote Zahlen schreibe. Wo wir eigentlich sehr viel eigentlich investieren. Oder haben wir einfach zu viel gebaut? Kann auch sein. Machen Sie sich bereit. Die Ersten sind fast am Ziel. Mit diesen zwei Kandidaten könnte ein faires Rennen schwierig werden. Ja. Das ist ja eigentlich mir völlig egal, was da hinten passiert, was das Rennen angeht. Aber ja. Warum die noch nicht mal im Ziel sind und trotzdem so viel Stress machen, weiß ich nicht. Als würden die dauerhaft Unfälle bauen und sowas. So fühlt sich das ungefähr an. Leider kann man halt auch nicht, oder kann man nachgucken, um was es geht? Können wir gleich mal checken beim nächsten erfahrene Crew. Mhm. Befördert. Sehr schön. So, die Führung gekommen. In das Segelrennen. Keine Belohnung. Wow. Dann nimmt man sich so viel Stress im Dings entgegen und man kriegt das nicht mal gut geschrieben. So was es angeht.
So, dann machen wir hier 4. Oder ist es was anderes im Einsatz? Wir haben zweimal einen Hawk auf Spray. Naja, das sollte ausreichen. Solange wir immer 100% machen, ist es ganz gut. Alles, was niedriger ist, ist halt eine 50-50 Chance. Und da kommen wir leider nicht drum herum. So. Und ich verstehe halt immer noch nicht, wöchentliche Ausgaben. Betrag der nächsten Woche minus 46. Hauptquartier, Feuerwehr. Ich verstehe halt nicht, wie man hier irgendwie Startzuschuss nehmen. Eigentlich nicht. Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir echt nicht. Wir brauchen das einfach nicht. Für was? Wir haben doch eigentlich einen guten Gewinn. Aber halt ein minus 1500. Wir müssen halt mehr Aufträge annehmen. Wir haben halt einfach zu viele Minusbereiche. Hauptquartier minus 19. Feuerwehr, Gehälter minus 10, Instandhaltung minus 65. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht nur die Feuerwehr einfach mal rausschmeiße, um die Kosten zu minimieren. Oder die Räume sind einfach alle zu groß. Ja, das ist so ein schwieriges Thema jetzt. Ne? Ich meine, die kosten ja nicht viel. Die würden wir ja einfach locker wieder reinkriegen. Und solange die Feuerwehr hier nicht benutzt wird, schmeiße ich die jetzt einfach mal raus. Ne? So. Und mal gucken, ob wir jetzt von den Kosten sparen könnten. Ja, minus 16. Schon mal besser. Ne? Und die Frage ist halt... ja, die Fahrzeuge will ich nicht. Feuerwehr brauchen wir zweimal. Definitiv. Wenn das nicht funktioniert, kann ich nicht machen. Muss warten, bis alle wieder zurück sind. Dafür habe ich zu wenig Leute. Kann ich nicht machen. Tut mir leid. Was so meine Idee wäre... Das muss erstmal alle zurückkommen. Jetzt gucken wir mal. So. Ist halt erschöpft, glaube ich, ne? Gucken wir mal. So. Radio Exzender. Habe ich gar nicht. Keine Ahnung. Gucken wir mal, was haben wir hier. Wir brauchen auch wieder 4 Leute. Und wir haben nur 2. Ja. Also die anderen sind noch unterwegs. Oder? Ja. Ich halte schon. Kann man jetzt nichts machen. So. Versorgung. Haben wir irgendwas zum Freischalten? 700 können wir nicht machen. Da können wir auch nichts machen. Da können wir auch nichts machen. Auch wieder 700. Nein. 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 Wir haben nichts. Tote Hose. Dann ist es halt so. Ich meine, man könnte welche neue einstellen halt, ne? Um das alles zu machen. Aber dann würde ja die Leute ja noch mehr kosten. Was wir machen könnten... Was ich mir gerade so überlege, Instandhaltung, ein bisschen Sachen löschen. So. Wir haben jetzt hier 5, 10, 15. Oder? Kryoküstenwache plus 2. 2 Spinde, okay. Also sind das schon 10 und das sind 20. Und das sind halt schon 30. Ja, würde ich sagen, wenn wir da so, nur so wenig haben, verkaufen wir einfach noch mal ein paar. Ups, das war falsch. Dann haben wir das so. Dann haben wir jetzt 20 und wir haben nur 14. Und da würde ich dann auch mal ein paar löschen. Da haben wir auch eindeutig zu viele.
So, das sind 2, 4, minus 10, Dankeschön. Ja. Sollte passen. Sollte passen. Genau, mal gucken. Wie sieht es denn eigentlich aus jetzt? Minus 10 sind wir schon. Nice. Und da würde ich jetzt noch sagen, komm, da tun wir noch mal ein paar Sachen wischen. Ich will gerne wieder rote Zahlen schreiben. Wir haben einfach zu viel gekauft, glaube ich. So, dann tun wir halt mal ein paar Betten löschen. 2 Kühlschränke. So. Das würde ich noch behalten. Gucken wir mal. Wie sieht es jetzt aus? 5000. Okay, wir kommen runter. Also doch. Gucken wir mal, was können wir denn noch entfernen. Wir machen das so. So. Gucken wir mal. 1500. Müssen noch was löschen. Das machen wir weg. Und davon haben wir ja 3 Stück. Das da weg. So. Jetzt sind wir wieder im Plus. Sehr schön. So, lassen wir es. Ist jetzt ein bisschen leerer wie sonst, aber hey, das können wir uns später noch alles verbessern. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und mit dem Stand könnten wir... Ja, vielleicht mal ein paar neue Leute einstellen. Das wäre eine Idee. Manager, Personalverwaltung. Also von jeder Sorte eine. Also einmal Feuerwehrmann. Oder dann müsste ich für jede Schicht 2. So. Dann Tagschicht. Eine Person. Und von den Feuerwehrmännern auch. So, und eine in die Nacht. So. Müssen wir mal gucken, auch nach den Finanzen, ob das auch alles passt. So, jetzt haben wir überall 16, also jeweils eine Person mehr. Zwei Personen halt insgesamt. Dann passt das eigentlich auch ganz gut. Ja. Arbeit genug, Betten haben wir genug. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ich denke, wenn wir dann noch mehr haben, dann kriegen wir auf jeden Fall noch mehr hin. Hoffe ich. So. Dann haben wir jetzt hier 4, 8 für 12. Also das sollte man auf jeden Fall ausreichen. Wir haben auf jeden Fall genug Leute jetzt, was das angeht, um das ganze Spektrum im Endeffekt zu machen. Hoffe ich, sozusagen. Weil die verbrauchen ja immer so viele Leute hier. So, 110. So. Genau. Dann haben wir auch gleich Schichtwechsel und im Laufe des Tages ist das große Rennen dann vorbei. So. Und noch ein. Nehmen wir mal den hier, der nicht ausgelaugt ist. Ja, und das. Schichtwechsel. 8 und 16, 7. Okay. Habe ich irgendwas in der Planung verballert? Warte mal. Nachtschicht. Tagschicht. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, und Nacht. Auch so viele. Dann passt das schon. Naja, weil 2 noch unterwegs sind, deswegen. Passt das eigentlich? Ausgeglichen der Bereich. Und wir haben nicht mehr rote Zahlen. Wir sind nicht mehr im Minus. Wir sind jetzt im Plus. Müssen sich ja das hier auch bald eigentlich ändern, ne? Normalerweise.
Aber lassen wir uns mal überraschen. 80.000 haben wir jetzt schon. Also wir kriegen, wir haben Plus. Also wir haben eine gute Balance geschafft, um herauszufinden, dass wir das alles auf jeden Fall hinkriegen. Lassen wir das einfach mal so stehen. Dann müssen wir jetzt entweder nur warten, Leute. Und ich weiß auch nicht, wie man mehr Sterne kriegt. Das ist auch so eine Sache. Checken wir mal die Lage. Es ist halt, sieht halt alles jetzt ein bisschen leerer aus. Das ist ein bisschen blöd jetzt, aber ja. Was soll ich sagen? Es ist halt so. Wir müssen leider kürzen. So wie der heutigen Zeit momentan. Überall. Ich habe heute schon gelesen, oder wenn das Video hochgeht, das ist schon eine Weile her. Square Enix tut schon wieder in Europa und in Amerika welche entlassen. In meiner Firma sieht es auch nicht gerade so berauschend aus, aber hey, da müssen wir halt durch. Ne? Wohl oder übel. Ein bisschen traurig auf einer Seite, ne? Aber naja. Was soll ich dazu sagen? Dann müssen wir halt leider durch. So, wir haben 5000 Punkte. So, was können wir denn freischalten? Wir haben hier Training am brennenden Fass. Nein. Ein Feuerwehrauto. Nein. Wir nehmen die Axt. Für 1600. Bezahlen wir das mal, das gute Stück. So. Okay. Was hat der denn auf dem Kopf? Ach so, das sind die. Das sind die Haare. Oh mein Gott. So, das Rennen ist gleich vorbei. Dann haben wir eigentlich alle Aufgaben richtig gut abgeschlossen und ich denke mal, wir haben eine gute Balance hier hingestellt für London. Und man bin mal gespannt, ob wir dann jetzt langsam auch andere Einheiten auswählen können. Weil, die nächste Aufgabe ist am Start. Feuerwehr. Oh Gott, die bauen ja alles. Ach du meine Güte. Okay. Brauche ich zwei Fahrzeuge? Nee. Ja, analog, hallo. So. Lifejacken, Lebensjacken, warum kriege ich hier keine Lebensjacken mit? Ah, ich muss hier auch noch welche reinsetzen. Ah, der große Auftrag. Okay. Das ist blöd. Analog. So. 90%. So, jetzt haben wir alles drin, ne? Aber warum kann ich es nicht aktivieren? Habe ich wahrscheinlich bei der Feuerwehr zu viele ausgewählt? Ah, ich brauche alle. Boah. Okay, dann auf geht's. Volles Programm. Let's go. Das habe ich jetzt auch durchgelebt. Alle Fahrzeuge, die gerade Dings am Hafen waren. Und alle Leute. Das scheint wirklich der letzte Auftrag sein für das große Rennen. Übel. Jetzt gucken wir mal. Ja, Belohnung einkassieren. So. Ich glaube, das Wort. Also das ist recht heftig. Für die letzte Aufgabe. Das Rennen ist beendet und alle hauen ab. Jetzt habe ich nichts mehr.
Ein Schiff mit ein paar Leuten. Schwierig. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber schön, dass alle da waren, die ich gebraucht habe im Endeffekt. Also reiner Glücksfall, sage ich mal so. Ne? Glück im Unglück. Jetzt müssen wir halt warten, die 3 Stunden und 24 Sekunden, sage ich mal so. Und dann mal gucken, was dann passiert. Ob ich dann das nächste freischalten kann, Feuerwehr, Polizei oder Krankenwagen, wäre ja mal gar nicht mal so verkehrt. Jo, ernst jetzt, Leute? Okay, was kann ich denn entbehren? Nichts. Was brauche ich hier? Das könnte ich machen, ja. Aber warum geht das nicht? So, jetzt. So. Ja, mehr kann ich nicht machen. Also mehr Fahrzeuge habe ich nicht. Wir müssen auch auf unsere Kosten achten halt, ne? Sonst funktioniert das nicht. Ja, sorry. Also manche Notfälle sind halt nicht möglich. Der große Auftrag war halt wichtiger. Definitiv. Gucken wir mal noch auf unsere Finanzen. Wir sind noch im Plus bei 9000. Okay. So, die sind dann alle beide gleichzeitig dann zurück. Gut. So, 40 Sekunden, sage ich einfach mal jetzt. Ne? 40 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puls, sie haben ihnen das Leben gerettet. Sie werden jetzt allerdings enttäuscht sein, da sie durch die kaputte Schiffe ihre Position verlieren und kein Preisgeld gewinnen. Ja, kann ich auch nichts dafür, ist nicht mein Problem. Aber Leben ist wichtiger wie das Preisgeld. Das Leben hat man einmal, Preisgeld kann man immer wieder gewinnen. What was the runner-up thinking? Was hat der Zeitplatzierer sich denn da gedacht? Lassen Sie besser seinen Gesundheitszustand abchecken. Mal sehen, was uns eine Blutuntersuchung zeigen wird. Er muss unter dem Drogeneinfluss stehen. Wir brauchen eine medizinische Abteilung, die schnell einsatzbereit ist. Die Besatzung der beiden führenden Schiffe haben sich beim Zusammenstoß verletzt und brauchen ärztliche Hilfe. Richten Sie einige Räume ein und Behandlungsstationen und tun Sie etwas schnell. Ja. Schichtwechsel. Alles klar. Okay, jetzt gucken wir mal. Wir haben auch Geld bekommen. Wir sind jetzt wieder im Plus, wie ihr oben sehen könnt. Behandlungsraum. Freischalten. Und medizinisches Labor. Okay. Jetzt ist erstmal die Frage. Garage. Krankenwagen. Ups. Jetzt habe ich die Punkte schon ausgegeben. Verdammt. Egal. Gut. Egal. Aber Fahrzeug. Ein Fahrzeug. Ein Fahrzeug. Das können wir gleich hier oben hinsetzen. So, einmal, dann medizinisches Personal, natürlich, das tun wir mal hier hinsetzen, ja. Das ist am nächsten. Das hat man noch gar nicht gehabt bis jetzt, ja. Das ist Neuland. So. Büro kostet nichts. So, auch noch freischalten. Dann haben wir wenigstens schon mal zwei. So, das setzen wir dann. Müssen wir ein bisschen anpassen an die anderen PCs. Ich glaube, wenn ich so mache, kommt keiner ran. Also muss ich so hinsetzen. Und Behandlungsraum. Und da haben wir ja schon ein paar Bereiche. Und dann können wir diesen Bereich hier verwenden. So, Tür. Machen wir hier drüben eine Tür hin. Und hier eine Tür hin.
Dann ein Behandlungsraum. Das kommt an die Wand. Einmal. Zweimal. Und ein medizinisches Labor. Ja, das passt jetzt halt nicht. Machen wir es einfach mal hier hin. Okay. So, plus 20. Nice. Feuerwehr steht auch dann bald fertig. Und wir haben 6 Leute. Mhm. Ich würde ja sagen, lass uns kurz mal kurz umdisponieren. Freischalten. Ah, sieht ja an, da kommen ja noch mehr Sachen. So. Und dann würde ich sagen, dann bauen wir noch eins hin. Machen wir so. Ja, da können wir ja auch mal wieder ein paar neue Leute reinholen. Das setzen wir so hin. Dann Personal. Wird wahrscheinlich noch nicht möglich sein, da wir noch keine angestellt haben, weil die erst noch bis gesucht werden natürlich. So, dann lassen wir das einfach so stehen. Ding. So, dann müssen wir gucken, ob wir vielleicht noch einen anderen Krankenwagen zulegen können. Garage. Wir haben momentan nur den einen. Ich lasse den einfach mal stehen. Und wieder Wasser am Start. Auch wieder eine große Aufgabe anscheinend. Also wie gesagt, wenn man mehr nimmt, dann braucht man auch mehr Fahrzeuge anscheinend. So, entsenden. So, man bin mal gespannt, wann auch unser erster Krankenauftrag reinkommt. Was? Medizinischer Transport? Führen sie zusammengestoßen? Was? Die Führenden sind zusammengestoßen und es gibt viele Verletzte. Wir erwarten einen ständigen Bedarf an Krankentransport. Ja, aber wenn das noch was mit Schiffen zu tun hat? Wie soll ich dann... Gibt es dann dafür Hafen dann auch? Nee, habe ich nicht. Wir haben Behandlungsraum, wir haben Krankenwagen. Aber das bringt mir nichts. Es fehlen uns wahrscheinlich dann die Punkte, um ein weiteres... Wahrscheinlich müssen wir dann hier ein weiteres Fahrzeug herstellen. Für den Hafen. Aber warum werden... Aber ich verstehe halt nicht, was ich ein bisschen schade finde. Es ist halt hier nur Hafen momentan, aber es wird hier wirklich keine Fahrzeuge verwendet, wo wir Fahrzeuge herstellen können. Falsche Taste. Hafen. Ich will gerne sicherheitshalber noch mal ein bisschen hier aufbauen. So. Sicher ist sicher. Notfall. Nein, dieser. Wird repariert. Immer ein Auge drauf werfen. Oh, hier guck. Ah ja. Aha. Aha, aha, aha. Also doch Fahrzeuge. Es gibt's doch endlich mal. Okay, dann hat sich das schon mal gelohnt. Dann würde ich sagen, können wir noch einen weiteren bauen. Sicherheitshalber und demnach können wir nach immer noch löschen, falls dann noch mehr kommen sollte. Sicher, sicher, aber ich mache das lieber so, wenn wir neue Leute kriegen, dass wir mehr Leute haben. Also für die Krank, für ja, Notfallschiffe gibt es wohl nicht, anscheinend. Na dann. Okay, wir müssen umdisponieren. Umgestalten, was das angeht. Weil die müssen von hier drüben dann hier rüber laufen. Das verbraucht Zeit.
Und das ist jetzt nicht so, was ich unbedingt brauche. Also ist jetzt nicht so optimal. Deswegen tun wir mal hier noch neu gestalten. Und wenn das alles passt, kriegen wir bestimmt dann in die Mitte dann auch die Polizei noch rein. So. Frage ist jetzt, ja. Feuerwehr ist ja momentan immer nur draußen, also auf den Schiffen. Und die sind halt eher hier am Start. Deswegen macht das auch keinen Sinn, wenn die so lange rumlaufen müssen. Dann tun wir das hier alles rübersetzen. Und das dann noch. Okay, dann würde ich auch gerne noch gleich die ganzen Sachen hier rüber schmeißen erstmal. Weil die brauche ich da drüben jetzt nicht. Die machen hier keinen Sinn momentan. Ah, das ist das da. Ja, komm hier. Komm hier. So, jetzt haben wir das hier alles rübergeräumt. Das sollte eigentlich jetzt hier alles weg sein aus dem Raum. Ne, die Feuerwehraxt fehlt noch. Die setzen wir erstmal hier hin. So. Und dann nehmen wir diesen Spenden, setzen wir den hier hin. Jetzt mal alle hier drüben hin erstmal. Da haben wir wenigstens ein bisschen aufgeräumt, was das angeht. Dann haben wir auch ein bisschen eine bessere Übersicht, was das angeht. So. Alles klar. Und dann würde ich das noch sagen, wenn wir schon dabei sind, Behandlungsraum und ein Spind bitte noch. Ne, nicht Trainingsraum. Ein Spind können wir hier noch hinsetzen. So. Gut. Jetzt gucken wir mal nach den Finanzen. Oh, 60.000 plus. Das ist gut. Und wir haben zwei neue Plätze. Wir haben 22. Das ist schon mal gut. Haben wir eine gute Bilanz im Allgemeinen. Oh, da haben wir noch eine Aufgabe, merke ich gerade. Total übersehen. So. Radio Extender. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber müssen wir das vielleicht erstmal herstellen? Ich guck mal ganz kurz. Hafen. Harrier haben wir nicht. Das ist wahrscheinlich das Ding. Aber 700 Punkte, wie soll ich das machen? Ich kann doch nur 500. Ich weiß nicht, was Sie sich darunter vorstellen, aber gut. So, was haben wir denn hier noch so Schönes? Schmuggler haben wir ja schon freigeschaltet. Da haben wir bis jetzt auch noch nichts bekommen. Ne? Taucherpumpe, Luftbehälter, Feuerwehrtür. Nichts. Warte mal. Oh, Krankenwagen ist wieder zurück. Willkommen back. Oh. Ärztlicher Notfall. Hat er ein Arschproblem? Sieht so aus. So zwei Leute. So, ich würde sagen, bei den Tischen Prio immer natürlich. Das ist halt wichtig, ne? So, wir haben noch eine Aufgabe, die hat übersehen. Oh Gott, das sind ja ganz schön viele. Ne, müssen wir leider ablehnen. Können wir nichts machen. Haben wir keinen Mediziner am Start?
gucken wir mal. Oh ja, hier guck. Der fehlt ja komplett. Davon brauchen wir zwei Stück. Oder in jeder Schicht. Minimum ein. Sonst funktioniert das nicht. Ups. Yeah, 5 plus. Das ist ja toll. Hat aber immer noch ein Arschproblem anscheinend. So, wie viel brauchen wir denn? 2. Also, los geht's. Auf geht's. Okay. Nice. Was bringt das hier eigentlich? Ein kleines, aber sehr gutes ausgestattetes Labor, in dem medizinische Personal Medikamente hergestellt werden kann. Aha. Okay. Wäre, ist ja nicht verkehrt. Nächster Einsatz. Gleich weiter. So. Man könnte eigentlich eher meinen, wenn die Medizin hier alle hinten ist. Naja, ein bisschen sportlich bleiben, würde ich sagen, oder? Schichtwechsel! Okay. So, wir haben einen Tag. Und der eine kommt. Okay, das Tor war zu. Alles gut. Klar. Der fährt einfach mal durch die Tür. Warum nicht? Patient ist angekommen. 2 Stück. Au, 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 au. Haben Sie alle Rückenprobleme? Scheint wohl der Fall zu sein. Das ist eine gute Frage. Müssen Sie die Medikamente auch herstellen? Klar, haben Sie Stand ja, dafür sind die Labore ja da. So sieht's aus. Ohne Medikamente können wir keine heilen. Brauchen wir echt wahrscheinlich noch mehr Leute dafür. Das ist hart. So. Die sind erschöpft. Nämlich jetzt nicht. Schon wieder so viele. Was ist denn los hier? Prozent grün. Probieren wir es einfach mal. Langsam wird es ganz schön viel. Aber gut. Lassen wir das nochmal ablaufen hier wegen dem medizinischen Transport. Es stellt sich heraus, dass der abenteuerlustige Captain eine seltsame Substanz in seinem Blut hatte. Er erinnert sich jedoch nur daran, dass an diesem Tag Tee getrunken zu haben. Mhm. Er sagt, es sei eine faszinierende neue Teesorte gewesen, die vor einigen Wochen bei einem Straßenhändler kommt. Ich muss einiges davon an mich nehmen, damit ich es testen kann. Ich in einem Labor, ja. Mhm. Was ist da los? Achso, es belegt gerade anscheinend. Ja. Weil keiner hier arbeitet. Wir brauchen mehr Personal. Wir brauchen mehr Personal. Okay, dann müssen wir mal gucken. Nee, also wir bleiben mal, wir müssen uns mal ein bisschen. Wir brauchen nur 4 neue Leute, definitiv. Wir
brauchen definitiv mehr Leute. Das können wir uns nicht mehr, können wir nicht mehr tragen. So. Erstmal hier. 2. Ja, komm. Haben wir das? Haben wir das? Haben wir das? Mal ein Schiff auswählen. So. Weg damit. So, dann da. Das da. Haben wir nicht auf Lager. Sorry. Und den letzten, da haben wir nur eine Person, die momentan aktiv ist. Nee. Zu riskant. Wir müssen hier auf Prio setzen, dass wir neue Leute reinkriegen. Notfall ist wichtig. Jetzt muss ich aufs Klo. Eigentlich, dass wir so viele haben. Definitiv. Jetzt kommt der nächste Patient. Wo geht der Patient denn jetzt hin? Scheint ihm gut zu gehen anscheinend. Also. Okay. Diagnose fehlt. Hurra, gut gemacht. Das war zwar alles ein bisschen hektisch, aber sie haben es geschafft. Jetzt haben wir Zeit, eine angemessene medizinische Abteilung einzurichten. Sehen Sie sich diese Checkliste an, die ich für Sie vorbereitet habe. Okay, Diagnose fehlgeschlagen, ja, Patient angenommen. Mhm. Ach du meine Fresse. Da brauchen wir ja ganz schön viele Punkte. Notfallwagen. Mhm. Hafen. Was ist das? Mit einem Medikit ausgestattet und 5 Mediziner damit können fahren. Ja, war klar, dass das halt auch passiert hat, ne? Da kommt auch das ins Spiel. So. Das ist halt, ja, Verbrennungseinheit. Tja, jetzt haben wir langsam keinen Platz mehr. Wir müssen wohl oder übel den Krankenbereich ganz schön groß vergrößern. So. Machen wir erstmal das. Oder wollen wir gleich 2 bauen? Ich bin dafür, dass wir 2 bauen. Weil Krankenstation ist nicht so einfach. So. Aber dafür brauchen wir das Personal halt, ne? Wir haben zu wenig Leute. Viel zu wenig Leute, viel zu wenig Leute. Büro. Halt, nee, das da. Oh. Ist ja echt gemein. So. Brechwerkzeug freigeschaltet. Aha. Brechwerkzeug? Ach, Brechwerkzeug ist beschädigt. Ach so. Jetzt verstehen, okay. Notfallwagen, erste Hilfe-Set. Das würde ich machen. Ja, das war klar. Also machen wir das doch anders. Wollen wir das so hinsetzen und das so hin. So. Okay, Leute. Also, wir haben ja einiges zu tun. Und ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal definitiv weiter und versuchen dann ein bisschen mehr Leute reinzubekommen. Es werden auf jeden Fall noch einige angeworben. Und Notfall ist wichtig, denn die Patienten geben extra Geld, was es angeht. Also ist nicht ohne. Wir müssen nur ganz kurz gucken.
Versorgungsraum, ist das hier das Brechwerkzeug, glaube ich. So wie das aussieht, müssen wir noch mal eins Neues kaufen für die Leute hier. So. Okay, gut. Finanzen checken. 73 im Plus noch. Das passt doch alles perfekt. So, alle Fahrzeuge sind vorbereitet. Wir können auch gleich noch jemand Neues einstellen, da wir jetzt hier ein paar haben. Den nehmen wir auf jeden Fall. Die Frage ist jetzt bloß, Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wir haben hier 4, in der Nachtschicht haben wir 5, also am Tag kommt er rein. Wir brauchen ein ausgeglichenes Team, was das angeht. Sonst funktioniert das nicht, ganz und gar nicht. Dann würde ich sagen, dann bauen wir noch mal schnell noch ein paar Betten, weil wir immer mehr Leute reinkriegen. Brauchen wir dann halt auch die Betten dazu. Sonst pennen die nicht. Ich habe bis jetzt eigentlich noch nie einen. Wir haben schon mal welche gesehen, schlafen definitiv. Aber, Kühlschränke müssen wir jetzt auch ein bisschen aufbauen, aufwerten. Also reinsitzen, weil wir immer mehr Leute reinkriegen. Und deswegen wäre das nicht verkehrt. Management sieht noch gut aus. Okay. Alles klar. Gut. Okay. Dann. Ja. Haben wir es bald soweit? Was macht der da? Achso, er tut's auffüllen. Ah, genau. Sehr schön, sehr schön. Okay, die Medizinabteilungen scheinen richtig gut zu laufen. Kann man nicht meckern. Wir könnten auf die Schnelle noch schnell, bevor die Zeit uns in den Nacken springt, den Bereich hier hinsetzen und die hier natürlich hier hin. Machen wir das erstmal so. Ich wollte gerade kurz überlegen, wie machen wir das am besten. Schränke müssen am besten so hin. So, das können wir dann einmal hier hin. Und das andere müsste dann hier. So, perfekt. Du bist aufgeräumt. Okay, Leute, so sieht's aus. Wir machen Schichtwechsel und in der nächsten Folge geht's auf jeden Fall weiter. Ich bedanke mich hier vielmals fürs Zuschauen und mal gucken, wie es weitergeht. Wir müssen auf jeden Fall noch weiter planen und mal schauen, was jetzt als nächstes erwartet. Und somit, ja, würde ich sagen, verabschiede ich mich hiermit. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod, sage ich einfach so. Und bis zum nächsten Mal. Ne, haut rein, wieder schauen und reingehauen. Tschüss.